Matthias. Du kommst hier die Treppe runtergerast, als seist du 29 Jahre alt. Dabei habe ich seit Weihnachten ein neues Knie. Oh, ja. Du, herzlichen Glückwunsch. Das, ja, das läuft funktioniert super. Funktioniert prima. Und wie lange dauert so eine Operation? Die Operation eine Stunde. Aber bis man wieder gehen kann, dauert schon lang. Aber du würdest jedem empfehlen, das zu machen, wenn er mal Knieprobleme Auf hat? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe ein Schweizer Präzisionsknie, das ist super. Ja. Ich kann fast ganz abbiegen, also das funktioniert tadellos. Donnerwetter, aber es gibt ja auch Präzisionsknie bei uns hier in Deutschland. Also ja, man muss nicht nur in die Schweiz gehen. Der Letzte, der mir sein Knie so vorgeführt hat, war Johannes Heesters. Also du hast noch viele Jahre vor dir, ja. Du bist aber Peter Weck war doch bei dir, ja, kürzlich. Der, ja, hat auch das Knie von demselben Professor operiert wie ich. Ach, das hat er mir gar nicht gesagt. Ja. ARD-Sonntagsvierer. Sonntagsvierer heißt dieses Stück. Bitte, was ist ein Sonntagsvierer? Also der ursprüngliche Titel hieß ursprünglich Die letzte Runde. Und Sonntagsvierer ist halt so, weil es vier ältere Herren, die sich zu einer Golfrunde treffen. Man wird dann sehen, was daraus wird. Aber es ist eine sehr, sehr amüsante, aber auch tragische Geschichte eigentlich. Nicht? Weil jeder von diesen vier Herren hat ein eigenes Schicksal. Und mein Schicksal ist das, dass ich eine Krankheit habe, die tödlich ausgehen wird. Und er will nicht, es führt nicht eine gute Ehe und mit den Kindern versteht er sich auch nicht so toll. Aber er hofft sich von seinen Freunden Hilfe und er möchte gerne auf dem Golfplatz sterben. Aha, und das Ganze ist also dann so angelegt vom Drehbuch her, dass dann irgendwann auf dem Golfplatz was passiert, nehme ich an. Ja. Das soll man jetzt nicht alles genau erzählen. Nein, sonst klar. Ich habe mir eine Szene ausgesucht, die wird die Neugier nicht kaputt machen, ganz im Gegenteil. Eine Szene, die viele Ältere vielleicht schon mal selbst zu Hause erlebt haben. Nämlich der erste Moment, wenn man feststellt, dass einem zu Hause keiner mehr zuhört. Ja, genau. Und wenn es gut läuft, bin ich Ende des Jahres Head of Sales. Wow. Ist doch gut. Und du, in der Bank? Da ist immer noch die Hölle los. Aber im Vergleich zur UBS stehen wir gut da. Im Vergleich zur UBS steht sogar die dritte Welt hervorragend da. Möchte jemand noch ein Stück Kuchen? Ich glaube, ich muss. Würde gern, aber... Ich muss gleich die Kleine holen. Aber ihr könnt doch jetzt noch nicht gehen. War trotzdem schön, dass ihr da wart. Bleibt doch noch einen Moment da. Hättet ihr vielleicht ausnahmsweise 5 Minuten Zeit für mich? Was ist denn noch? Sag schon. Es gibt etwas, was ich euch sagen wollte. Okay. Und Tina, es wird ein bisschen später. Kannst du mit Laura auf mich warten? Ihr wisst ja, ich bin kein großer Redner. Was? Ihr steht schon vor dem Kindergarten? Aber manchmal gibt es Dinge, da muss man einfach drüber reden. Man denkt immer, es bleibt alles gleich. Aber dann passiert etwas. Und auf einmal ist alles ganz anders. Papa, komm auf den Punkt. Na ja, dann. Okay. Tschüss, Mama. Ciao. Papa? Ciao. Ciao. Bis dann. Also auf jeden Fall ist für sehr viel Konfliktstoff gesorgt. Ja. In dem Gespräch, das ich vor dir geführt habe, ging es unter anderem auch mal um das Thema Depression. Und auch da war bei dir im Leben ein Punkt erreicht, wo du in eine Depression verfallen bist. Das ist jetzt knapp über 3 Jahre her, als deine Frau gestorben ist. Mhm. Wie hast du deine Depression bekämpft? Ja, das war 2008. Das war eine sehr schwierige Zeit für mich. Ich habe mich ja fast 2 Jahre um sie gekümmert und am Schluss, wie es dann hieß, Krebs und 30% Überlebenschance. Da war ich dann natürlich jeden Tag im Spital, 4, 5, 6 Stunden und so. Und wie sie dann gestorben ist, war irgendwie so eine Leere in mir und ich wusste auch nicht, was ich machen sollte. Gott sei Dank waren meine Brüder da und sind gekommen und meine Freunde und also Depression. Ich habe natürlich überlegt, ob ich mich irgendwie
aus der Welt schleichen könnte. Das war schon eine Überlegung. Ne? Und ja, in dieser Zeit dann danach kam, habe ich einen Brief bekommen von einer jungen Dame, die ich überhaupt nicht kannte und wusste auch nicht, na ja, haben wir gedacht, Fan, Autogrammwunsch oder sowas, aber das war nicht so. Das war ein zauberhafter, ernsthafter Brief. Und ja, da plötzlich hat das Blatt irgendwie gewendet in meiner Seele. Und ja, dann haben wir uns SMS geschrieben und so weiter und Briefe beantwortet. Und das dauerte ziemlich lang, bis wir dann zum ersten Mal gesagt haben, so, jetzt machen wir einen Nägel mit Köpfen. Du hast mir vorhin gesagt, deine Frau im Himmel hat dir sozusagen jemanden geschickt. Ja, Barbara hat noch an ihrem Todesbett gesagt, ich bin da oben, pass auf dich auf. Und ich schicke dir jemanden. Und ich habe gesagt, ja, was meint sie damit? Ich habe es nicht verstanden. Und sie hat das scheinbar irgendwie in die Wege geleitet, so würde ich das sehen. Und nachdem diese Person auch aus Hamburg stammt und meine Frau auch aus Hamburg stammt, ist da irgendwie eine gewisse Parallele zu sehen. So, also, und jetzt bin ich ja furchtbar neugierig und wollte natürlich wissen, wie sieht diese Dame aus? Sie heißt Nadine von Föhren und sie ist heute Abend bei uns. Und kommen Sie doch einfach dazu. Allen Mut zusammennehmen. Herzlich willkommen bei Menschen der Woche. Frau von Föhren, hallo. Bitte. So. Ein sie Happy hat gesagt, End. Sie hat überhaupt nicht Angst, jetzt hier aufzutreten. Naja, ein bisschen nervös. Na gut, wenn man in einen Schauspieler verliebt ist, dann wird man auch unter Scheinwerfern nicht nervös, nehme ich an. Man gewöhnt sich dran. Wann kamen Sie denn auf die Idee, ihm zu schreiben? Gab es dafür ein Stück, das Sie im Fernsehen gesehen haben, einen Zeitungsbericht? Was war der Anlass? Nein, es gab eher eine eigene Geschichte. Also ich hatte selbst, mein bester Freund war circa ein halbes Jahr vor an Knochenkrebs verstorben. Und dann habe ich ungefähr ein Jahr vorher über ihn durch Zufall ein Interview gelesen, wo es um seine Frau und um ihn ging, wo er selbst diesen Satz gesagt hat, wenn meine Frau mal sterben sollte, dann möchte ich selber nicht mehr leben oder ich wüsste nicht mehr, wie ich weitermachen soll. Und dann, das sind so Sachen, die man halt im Alltag liest, wie jeder vielleicht mal so eine Zeitung liest und Interviews und dann bleiben Sachen hängen oder bewegen einen. Und mich hat das halt sehr bewegt und beeindruckt, dass ein Mann, der eine schwer krebskranke Frau hat, so zu ihr steht und diese Geschichte wirklich bis zum Ende geht, mit Höhen und mit Tiefen, weil man oft es hört, ein Partner wird verlassen oder so. Naja, und dann habe ich das halt wieder so ad acta gelegt und habe dann selber etwas Ähnliches erlebt, indem ich halt meinen besten Freund an Knochenkrebs verloren hatte. Und Monate später durch Zufall habe ich es gelesen, dass seine Frau gestorben ist und habe auch Bilder dann gesehen, wo man ihn fotografiert hat in schweren Stunden einfach. Und das hat mich sehr bewegt und sehr traurig gemacht. Und da ich nun wusste selbst, wie das ist, jemanden zu verlieren und aber auch weiß, dass man nicht aufgeben darf, kam dieser innere Impuls zu sagen, wenn jemandem etwas passiert und du erfährst von dieser Geschichte, warum hilfst du nicht? So, weil immer diese Schwelle da ist, wo man sagt, ja, soll ich, ja, kann ich, das ist ein Schauspieler und wie wird das aufgefasst und wie könnte man das verstehen? Und dann habe ich aber in dem Moment einfach gedacht, es ließ mich nicht los. Also es ließ mich nicht los und ich habe viel darüber nachgedacht und dann habe ich irgendwann gedacht, was wäre das Schlimmste? Ja, wenn ein Mensch, der so eine Warnung ausspricht, irgendwann Wirklichkeit macht. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht kann ich es ändern. Klaus, wie viele Briefe hat es gebraucht oder wie viele SMS, bis du gemerkt hast, das ist nicht nur ein Fan, sondern die Frau meint es ernst? Eigentlich vom ersten Brief an. Weil der war so ernsthaft und tief und ehrlich und aufrichtig, der hat mich einfach überzeugt. Sie hat ja auch ein Bild dazu gelegt. Das steht in meinem Wohnzimmer ganz groß. Und ich habe mir gedacht, das ist eigentlich eine tolle Frau. Ne? Und sie hat mir sehr, sehr gefallen, gleich von Anfang an. Auch so war es allerdings nicht gedacht. Ja, nicht gedacht. Nein, aber so es war so. Und ja, und die SMS waren, das war eigentlich, ich habe es immer gesagt, wir waren immer noch per Sie, monatelang. Und die SMS, das,
Das ist eine Art SMS-Literatur. Für mich war das. Natürlich ist das sehr, sehr persönlich gewesen und für dich auch. Und das war toll. Und ihr lebt jetzt zusammen? Ja. Ja, ich habe noch meine kleine Wohnung, habe ich noch in Hamburg. Und also das ist immer noch so mein kleiner Ort, wo meine Mama auch lebt. Und ja, also dazu muss man wirklich sagen, also es war wirklich nicht so gedacht, weil es war eher, einen Menschen Mut machen zu wollen. So, weil ich sag mal, ich hätte auch selber nie gedacht, wenn mir das jemand gesagt hätte, dass es funktionieren kann. Gerade bei dem großen Altersunterschied. Ich war vielleicht auch immer zwar ein Mensch, also ich habe selber auch im Bekanntenkreis viele ältere Freunde, so, weil ich einfach kein Mensch bin, der sein Umfeld daraus sortiert nach dem Alter, sondern nach dem Charakter. Und ich wusste schon, dass man sich sehr gut verstehen kann, auch mit viel älteren Menschen. Aber dass eine Partnerschaft auch wirklich so funktionieren kann, deswegen war das eigentlich nicht so geplant. Jetzt wollen natürlich alle wissen, wie groß ist der Altersunterschied. Und der ist zumindest so, ja, dass es natürlich viele böse Menschen gibt, die Ihnen Vorwürfe machen. Ja. Und die ihm Vorwürfe machen. Ja. Ihr seid 40 Jahre auseinander. Wir sind 40 Jahre auseinander, ja. Und es gab für mich auch, also ich sag mal, als irgendwann der Punkt kam, weil es ja nicht geplant war, sich ineinander zu verlieben, sondern ich sag mal, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, er war wahnsinnig abgemagert. Also ich sag mal, er hat eine Phase durchlebt, von dem 8-9 Kilo habe ich abgenommen. Viele nichts wissen, wie man ihn so in der Öffentlichkeit eigentlich auch nicht gesehen hat. Er war ein absoluter Kettenraucher, hat nicht mehr gegessen und in dem Moment war für mich wirklich nur der Gedanke, wie holst du diesen Menschen raus? Und es war nicht geplant, aber irgendwann kam der Moment, irgendwann, wenn man spürt, da sind gemeinsame Gedanken, da sind man denkt aneinander und man spürt so eine Art wie eine Telepathie. Und irgendwann kam schon der Punkt, wo ich plötzlich spürte, man verliebt sich und wo ich wirklich gedacht habe, was machst du jetzt? Ich könnte mir jetzt eure Geschichte noch eine Stunde anhören. Seelenverwandte. Aber weißt du, was das Problem ist? Meine Sendung ist seit 2 Minuten zu Ende. Nein. Ja. Oh je. Wir vom Sonntagsvierer. Ja, wir reden noch vom Vierer, vom Sonntagsvierer am nächsten Donnerstag, meine Damen und Herren, in der ARD. Bitte nicht versäumen. Euch beiden danke ich, dass ihr hier zusammen aufgetreten seid, dass Sie den Mut hatten, hier hochzukommen. Danke. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Und Sie wissen ja, es gibt tolle Ersatzteile, wie wir an seinem Knie festgestellt haben. Ja. Also, Klaus, ich wünsche dir alles Gute, viele große Rollen noch. Andere brauche ich nicht, ja, außer das Knie. Also, tschüss, vielen herzlichen Dank. Danke. Danke. Nadine von Föhren und Klaus Wildbold. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss, Wiedersehen. Kommt bitte, wir gehen hier in der Mitte raus. Ja.